Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Ich bin jetzt mit euch unterwegs in einem Auto und wir gehen jetzt mal das Thema durch Verkehrsunfall für alle. Verkehrsunfall, was machst du als Autofahrer, als Autofahrerin, wenn hier auf einen Verkehrsunfall zukommt, was euch da erwarten könnte, wovor ihr vielleicht Angst habt, was vielleicht berechtigt, unberechtigt ist, vielleicht ist es auch noch schlimmer oder nicht. Darüber reden wir jetzt mal und jetzt ganz direkt für euch fahre ich jetzt mal los und wir versuchen euch das mal zu zeigen mit der Crew, was euch erwarten könnte, okay? Alles klar, los geht's. Was ist das? So ein Unfall? Los geht's. Bitte mal an. Jetzt gleiche Situation. Und jetzt fragt euch mal ganz ehrlich, überlegt schon mal, wo würdet ihr jetzt anhalten? Situation A eben oder B, die jetzt kommt? Okay, achtet mal drauf. Selbe Situation, fast. Oh, okay. Dann mach ich doch mal Warnblinkanlage an. Also, ernsthaft. Licht an, Warnblinkanlage an. Und jetzt gehen wir mal helfen, okay? Schauen wir uns das mal an. Los geht's. Junge Frau, alles in Ordnung? Kann ich helfen? Ist das mit dem Auto oder geht's Ihnen gut? Ich weiß auch nicht. Mir geht's gut, aber dem Auto irgendwie nicht so. Ich kann ja gar nicht so schwer sein. Guck ich doch mal nach. Ey! Was ist mit meinem Auto? War natürlich nur gestellt, ne? Ist die Frage. Auch Kriminelle wüssten ganz genau, dass wahrscheinlich jeder bei einer hübschen Dame eher anhält als bei sowas. Alter. Nein, als ein hübschen Kerl, wo bin ich noch beim südländischen Kerl oder sowas, ne? Wir sind ja heute los. So, ne? Also hält man da an, also nur weil sie alleine gerade ist, kann das sein, dass wirklich jemand auch aus dem Busch kommt. Ich will euch jetzt nicht abschrecken, ne? Was könnt ihr denn machen, um sicher zu gehen, dass ihr es richtig macht? Und wir haben natürlich heute auch ein bisschen Hilfe hier, professionell, den kennt ihr wahrscheinlich schon aus ein paar Videos vorher, den Michele. Den bitte ich mal ganz kurz mal hier mit daneben. Alles klar? Ja. Michele, grüß dich. Hallo. Michele ist von der Johanniter. Das ist auch keine Johanniter-Werbung jetzt hier heute. Es geht mir nur darum, dass, wenn ich euch jetzt was erzähle, das ist mal ein Backup, ob das auch alles richtig ist, was ich sage. Da möchte ich Herrn Michele, sein Freund, Kamerad, wir waren noch letztes Samen und saßen Wunsdorf angeguckt bei denen. Und da ist natürlich die Freundschaft noch ein bisschen weiter gewachsen. Und er hat gesagt, komm, klar, komm ich mit dazu. Ne? Ja, gerne. Super. Schön, dass du da bist und die Crew. Du kannst die Jacke wieder richtig machen. Oh Gott, keiner. Und wir gucken jetzt mal, was man macht, um sicher zu gehen, weil ihr müsst, eins ist Fakt, ihr müsst helfen. Nicht nur rein moralisch, sondern vom Gesetz. Und wie man das jetzt macht, zeigen wir euch jetzt, okay? Alles klar, ich freue mich. Wir helfen, darauf einigen wir uns. Auf jeden Fall. Kein Wenn und kein Aber. So, da gibt es auch verschiedene Varianten. Die eine ist, so wie ich eben, ist mit Risiko heutzutage auch ein bisschen behaftet, wenn man alleine ist. Schön ist natürlich, wenn mehrere Autos, vielleicht Autofahrer vielleicht sind, dann ist das vielleicht auch ein bisschen entspannter, die Situation, und vielleicht am Tage so und so. Also langsam vorbeifahren. Langsam vorbeifahren. Zentralverriegelung zumachen. Alles zu, genau. Zu, genau. Man könnte noch mal sicherheitshalber oder das Fenster ein bisschen aufmachen, wenn man doch jemand draußen stehen sieht, dass man ganz kurz, ne, mit ihm sprechen kann. Vielleicht Gang drin? Gang drinnen lassen erstmal, Warnblinker anmachen, Standardverfahren. So, und dann mal gucken, wie die Situation dann sich ergibt. Ja, also es sind natürlich zwei Situationen. Entweder steht jetzt draußen noch jemand, mit dem er reden kann, oder es ist wie hier jemand am Steuer. Wir gehen mal davon aus, es qualmt vorne. Ich kann jetzt gleich ein bisschen Qualm vielleicht noch einspielen, wenn das nicht so aufwendig ist. Nein, aber es qualmt vorne, die ist hier gerade gegen den Baum gesemmelt. Dann steigt die nicht aus und sagt, hallo, könnt ihr mal Hilfe haben? Dann ist sie da drin und hat wahrscheinlich ein Problem. Ne? Warnblinkanlage, Licht an, ne? Bitte anmachen. Weil die Autofahrer, wie jetzt gerade, die kommen jetzt hier vorbeigeballert, denen ist das egal, sogar auch, wo wir jetzt hier gerade filmen, die sind relativ unbeeindruckt. Ne? Okay. Ein Vorteil ist bei der Warnblinkanlage, dass man dadurch auch noch animiert, andere Autos anzuhalten. Dann ist man auch wieder nicht alleine. Wie gesagt, anhalten, 112 wählen, wenn da irgendwo was zu sehen ist, dann Notruf absetzen. War es nicht 110? Nein, 112. 112, ganz wichtig. 110 ist die Polizei und 112 Feuerwehr und Rettungsdienst. Genau. Ist aber auch so, lieber einmal zu viel anrufen, sage ich mal ganz ehrlich.
die Situation einmal klären. Die Leitstelle wird sagen, das ist uns bekannt, danke für den Anruf und dann... Es wird keiner sagen zu euch, Mann, ist das ein blöder Anruf gerade gewesen. Nein. Das heißt, in dem Moment, wo ich, wenn ich auch nicht von hier komme, ich sag mal, du bist jetzt ja aus Wunstorf, du wüsstest wahrscheinlich nicht so genau, wo wir jetzt sind, vielleicht, genau. Du weißt es kurz vor Festback, aber vielleicht auch besinnen, was ich jetzt gleich sage, wenn ich 112 anrufe, wo bin ich denn? Ne? Nur drüber nachdenken. Heute in unserem Zeitalter von Handy, sage ich mal, man kann kurz das Handy anmachen, Standortermittlung und dann sagt er mir auch, wo ich im Standort bin. Ne, das kann man ja nur als Trick, wenn ich Empfang habe, sage ich mal. Ne? Ja. Aber nur, wenn man das nicht weiß und sich unsicher ist, ich weiß nicht, wie die hieß, das Ortsschild, wo ich durchgefahren bin, dann, ich weiß grobe Richtung, ich bin hier im Neustädter Bereich, dann kann ich sagen, mit der Leitstelle, ich bin im Neustädter Bereich, ich weiß leider nicht wo. Kann man das mit dem Handy probieren, dass man Standortermittlung macht und dadurch kann ich dann eben die Leitstelle oder den Rettungsdienst oder besser die Feuerwehr sagen, wo bin ich gerade? Also oder ich bin, genau, ich bin gerade auf dem Weg, ich bin kurz vor Festberg, ich weiß auch nur nicht, ich bin aus Neustadt gekommen, genau. Dann wissen die schon, das wird wahrscheinlich die Straße sein. Ne? Ja. So, okay. Also Warmblinkanlage an, also da will ich erstmal anfangen. Genau. Bitte nicht rausspringen und selber auch noch erfasst werden vom Fahrzeug und sowas. Gucken. Ich bin jetzt hinten an der Seite gefahren. Wir würden jetzt kommen und würden jetzt sehen, aha, oh, die ist bewusstlos. Ja. Wollen wir jetzt erst Verkehrssicherung machen oder erst helfen? Nein, erst Verkehrssicherung. Eigenschutz geht immer vor. Also das Wichtigste ist, mir bringt das ja nichts, wenn ich jetzt meine Maßnahmen durchführe und dann selber dann durch irgendwo verunfalle, weil ich nicht gesehen werde. Ne? Also das Erste ist ganz wichtig, wir müssen die Einsatzstelle oder die Situation absichern. Man muss sich damit auseinandersetzen, wo in seinem Auto die Sachen sind. Ne? Nicht erst im Unfall. Guckt euch das mal ruhig an, beim nächsten Auto aussaugen. Guckt ihr mal und dann haben wir hier auch, wie das aufgeht. Ne? So, zack. Warndreieck. Ich empfehle eigentlich immer diese Hüllen. Entweder in den Kofferraum zu legen, schlecht. Am besten auf dem Fahrersitz, wenn man das Warndreieck hinterher nicht vergisst, wenn man wieder wegfahren sollte. Genau. So, dann klappt man das aus. Da geht schon, das ist meistens schon das erste Problem. Es gibt so viele verschiedene Modelle. Man muss wirklich mal einmal seinen eigenen PKW sich damit wirklich befassen und einmal den Warndreieck oder das Warndreieck einmal auspacken und einmal gucken, wie funktioniert das überhaupt. Ne? Es gibt da x verschiedene Modelle. Genau, so Füße so, was weiß ich. An sich ist das alles relativ einfach. Ein Dreieck muss zum Dreieck werden. Das ist zum Beispiel so ein europäisches Warndreieck, ne? Weil die Deutschen haben ja eigentlich hinten so diese Ausrufezeichen noch hinter. Ne? So, das ist aber jetzt zum Beispiel Standard im Fahrzeug. Jetzt nichts Tolles von der Feuerwehr oder so. Ganz normal, was bei mir im Auto ist, aber auch schon zweimal benutzt. So, dann Verbandskasten kann ich ja gleich mitnehmen, wenn ich hier schon mal bin. Verbandstasche, die sind noch original eingepackt hier, das Teil. Nehme ich hier nochmal mit dazu. Und Warnwesten. Wenn ihr immer zu zweit im Auto fahrt oder zu dritt, weil Familie zu viert, gibt zwei Kinder, packt bitte noch drei. Dementsprechend müsst ihr so viel Warnwesten mitführen, wie viel man auch also mitführt für Personen. Das heißt, habe ich einen Fünfsitzer, sollte man eigentlich fünf Warnwesten dabei haben. Und im Fall des Falles sollte jeder eine Warnweste anziehen. Richtig. Und viele sagen, oh, ich brauche eine Warnweste und so, ist ja vorgeschrieben. Ja klar, aber bitte, wenn für alle. Weil auf der Autobahn oder sowas, da willst du wirklich abends nicht ohne Warnweste. Rettet euch, weil ihr werdet gesehen. Also ihr habt nicht immer also helle Klamotten an und wenn ihr doch mal dunkle Sachen tragt und es ist dunkel, ihr werdet nicht gesehen, definitiv nicht. Und so eine Warnweste, das ist so ein kleiner Lebensretter in dem Sinne. Ja, wir werden jetzt im nächsten Film diese Verbandstasche mal aufmachen und auspacken, was alles drin ist. Ne? Naja. Ja, aber das ist jetzt live. Wollte ich sagen. Die muss eingelaufen sein. Ja, das kann sein. Also auf jeden es gibt ja so Powerflares. Ne? Da gibt es so ein Profi-Set, wo man richtig laden kann. Das soll jetzt ja auch keine Werbung werden. Ihr sollt nur wissen, da ist im Koffer eine Ladehaltung drin. Das heißt, diese Dinger werden hier drin geladen, ne? So. Das ist natürlich auch etwas kostspielig, aber es ist natürlich auch Sicherheit. Aber das kann man auch einzeln nachkaufen. So. Wenn man dieses Ding auspackt und anmacht, wundert man sich, dass das nicht geht. Entweder muss man den laden in so ein Ding, in so einer Ladehaltung, dann funktionieren die auch. Oder man kann sie einfach so eine Batterie dazu bestellen. Welche dann da passt, müsst ihr da gucken, wenn da Interesse besteht. Ich empfehle ein oder zwei Dinger vielleicht mal ins Auto zu legen. Ne? Kann nicht schaden. Nee. Ich habe ja einen also scharf gemacht. Das heißt, ich habe den Akku rausgenommen, weil den halte ich als Reserve für die anderen und habe in diese Batterie reingepackt. Und jetzt gucken wir mal, ob es geht. Ja. Perfekt. Machen wir so blitzen. Okay. Das heißt, eigentlich für den Abend sind wir schon gut ausgestattet. Auto hat Warnblink an, Licht an. Genau. Kofferraum mache ich zu. Jetzt könnt ihr diese Dinger, das muss man auch wissen, die sind magnetisch, ne? Die könnt ihr auch irgendwo ran festmachen. Oder ihr legt sie auf die Straße, da kann man auch rüberfahren. Die halten das aus, ne? Okay? So.
Machen wir mal. Landstraße sagst du 100 Meter, ne? 100 Meter. Die Feuerwehrleute unter euch wundern sich wahrscheinlich jetzt, weil bei der Feuerwehr machen wir doppelte Abschnitte. Haben wir Landstraße 200 Meter und innerorts 100 Meter. In der Straßenverkehrsordnung ist es für Normalos 50 Meter innerorts, mindestens. Genau. Und Landstraße 100 Meter, Autobahn 200 bis 300 Meter. Das ist immer. Genau. Ne? Okay. Und ganz wichtig ist, das Warndreieck immer vor der Brust zu halten. Trotz der Warnweste. Also es reflektiert noch mehr als die Warnweste. Das heißt, ich habe noch einen doppelten Schutz, weil wenn ich schon dazu, also dahin laufe zum Verunfallten, werde ich schon vorher gesehen von den nachkommenden Verkehr. Okay, ich mache das schon mal. Ja. Und schnell singen wir auf. Bis gleich. Ja. Und ich stelle jetzt nicht irgendwo hier hinterm Busch, sondern auf die Straße, am Straßenrand. Ja, ich denke mal, das ist sehr effektiv, ne? Gut, Warndreieck steht, Warnweste ist an. Jetzt? Gehen wir zum PKW. Also noch nicht den Hilferuf, weil wenn nichts ist? Genau. Ne? Also der erste Blick, weil ich bin ja vorbeigegangen. Also der erste Blick war, ich habe schon gesehen, erstmal ist da eine Situation, sie sitzt da drin im Auto, Augen zu, wer weiß, was da passiert ist. Ja. Aber trotzdem muss ich erstmal, diese Zeit muss ich mitnehmen, mich abzusichern. Und jetzt kann ich gucken, ganz kurz mal die Scheibe klopfen, um zu gucken, ob sie reagiert. Es könnte sein, dass gar nichts ist. Zweitens, dass da eine Person ist, wie ich es gerade so wahrnehme. Oder hinterm Sitz liegt noch ein Kind, im Kofferraum ist was. Schwiegermutter transportiert, keine Ahnung. Nein, aber man weiß es nicht auf den ersten Blick. Da muss man kurz gucken. Genau. Das heißt, wir würden jetzt die erste Hilfe starten. Genau. Fangen wir an. Aber besser nicht hier, sondern wir gehen jetzt mal woanders hin. Alles in Ordnung? Gut. Alles gut. So, wir sagen jetzt, fangen wir richtig ernsthaft an. Ja. Bin ich ja charmant. Es hat eine rote Leuchte gegeben. Was? Alter! So, wir sind natürlich nicht in England. Klassischer Anfängerfehler. Autodiebstahl auf der Beifahrerseite. Also Michaela mittlerweile sich ein bisschen umkostümiert. was ist denn das für ein süßer Knirps? Das ist mein kleiner Glücksbringer. Das ist also, der hat meine Schwägerin mir mal gestrickt und den habe ich immer dabei. Hat zwei Aspekte, also mehr Glück bringen, sage ich mal immer, dass ich wieder heil nach Hause komme. Ja. Der zweite Aspekt ist, wenn ich doch mal irgendeinen Notfall habe mit Kindern oder irgendwas ähnliches, dann kann ich da so ein Kuscheltier das Kind in der Hand drücken, dann ist es nicht so fremdlich, dann hast du so eine kleine, ne, so eine kleine Barriere gebrochen, wo du sagst, Mensch, das Kind finde ich denn interessant und dann kann man eben das Kind also adäquat dann auch unterstützen oder helfen dann eben. Ne? Cool. Das ist ja niedlich. Schön. Das haben wir ja bei uns in den Rettungswagen grundsätzlich. Sind in den Rettungswagen immer Kuscheltiere drin. Weil wenn irgendwas ist, sage ich mal, dann kann der Notfallsanitäter oder eben der Sanitäter, der im Auto ist, dann ein Kuscheltier aus dem Fach rausnehmen und das Kind dann eben das in die Hand drücken. Dann ist diese Angst weg. Ne? Das Kind ist dann ein bisschen abgelenkt mit dem Kuscheltier und man kann eben dann hier Diagnostik machen oder super. Oder. Ja, schön. Ganz toll. Jo. Oh, du bist schon ein feiner Kerl. Ja. Muss ich mal sagen. So. So, okay. Zurück zum Thema. War natürlich nur gestellt, ne? Ihr kennt ja meine Crew. Das sind die Leute, die mir mal helfen. Da hält er mir einen Arsch. Achso, das ist Sarah. Okay. Nein, das war nicht ich. Oh. Hallo, Marvin. So. Hallo. Also. Hey! Hey! Hey!